Was haben wir denn noch Schönes? Platz mit Bäumen. Park mit Bäumen. Dann kriegt ihr noch einen Park mit Bäumen dahin. Ne, jetzt haben wir einen Spielplatz gebaut. Aber okay. Ach, das wollte ich noch gucken. Und zwar gibt es ja hier scheinbar so Wege. Oh ja. Okay. Das ist natürlich sehr schick. Ich will gern, dass meine Leute hier von der Straße dahin kommen auch. Irgendwie nicht. Aber dann setzen wir hier noch ein paar Bäumchen rein. Haben jetzt den Spielplatz noch ein bisschen erweitert. Sitzt da jemand? Ja. Der Tyler Parker. Der wohnt da. Also direkt in der Nähe. Und der arbeitet da im Industriegebiet. Ja, und ist im großen Spielplatz. Aber ein Typ alleine, der auf dem Spielplatz sitzt. Ich hab dich im Auge, mein Freund. Nochmal hier alles abreißen. Ich hoffe, das hier wird noch was. Die haben immer noch keine Mitarbeiter. Oh, jetzt haben die Straße abgerissen. Ist das alles nervig? Wie kriegen wir das denn jetzt gelöst? Also ich glaube, die Bewohner sind ja da. Hier sind ja Leute. Wir machen es jetzt mit dem Bus. Ein Busdepot setzen wir hier hin. So. Und dann fährt ein Bus von hier. Einmal rum. So. Da gibt es auch noch eine schöne Mod, da kann man sich... dann haben die Busse eigene Farben und so weiter. Das ist auch sehr, sehr schick. Das hier ist auch ein bisschen nervig. Da zu sehen, welche Linie er da gerade fährt. Ist sowieso noch nicht so ganz optimal, das Verkehrssystem von uns. Also nicht vom Spiel. Benutzen wir hier denselben Haltepunkt.
Und dann fährst du hier rüber. So. Okay, da haben wir jetzt zwei Busse, also zwei Buslinien, die das Ganze hier mal anfahren. Da bin ich mal gespannt, was das bringt. Da fährt schon der Bus. 29 von 30 Passagiere sind drin. Also das wird scheinbar gut angenommen. Da ist die nächste Bushaltestelle. Ja, da sind auch schon ein paar. Es fahren auch relativ viele Busse, wie man sieht. Und da brennt's. Jetzt gucken wir, ob die Feuerwehr es schafft, rechtzeitig da zu sein. Da, da und da. Also am ehesten würde ich jetzt sagen, kommen sie von hier. Ja, da sind sie. Da wird direkt gelöscht und einer rennt todesmutig hinein. Kommt auch wieder raus. Der Travis Young ist ein Lebensretter. Ah, da kam gerade einer raus. Der Charles Mason, der geht zur Schule, hat gemeint, oh ja, mein Haus brennt, dann gehe ich einfach mal zur Schule. Da kommt dann der nächste, das nächste Löschfahrzeug. Ach, ist es schon übergegangen ins nächste Gebäude? Nee. Die haben einfach nur geholfen. So, wie schaut's aus, Leute? Jetzt hier, wo der Bus vorbeigefahren ist, da sieht man auch, dann da verschwinden diese nicht genügend Arbeiter-Dinger. Also ich denke, das wird sich jetzt so langsam entspannen. Ist noch keiner drin, aber die kriegen ja dann irgendwann mit. Ey, da hinten gibt's Arbeit. Weil ich würde sagen, wir brauchen, haben eher Nachfrage nach Wohngebiet als nach Industrie. Ach, Büro gehört auch zur Industrie. Das war mir noch nicht klar. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Das hier ist nicht die beste Lösung, glaube ich. Oh Mann.
Gut, dafür ist kein Platz mehr, aber das ist, glaube ich, auch nicht das große Problem. Hauptsache, die kommen rein. Ja, das läuft flüssiger, oder? Ich glaube ja. Oh, hier. Da sind aber viele an der Bushaltestelle. Das scheint sich echt zu lohnen. Ich meine, mach noch Einnahmen, weil kostenlos ist der Bus ja jetzt nicht. Hier ist wieder was abgebrannt, also eigentlich noch mehr Feuerwehr. Ist die nicht hier irgendwo? Doch, da. Hier gibt es immer noch ein Totenproblem scheinbar. Das können wir sicher lösen. Ich glaube, wir müssen einfach die Straßen wirklich erweitern. Weil hier kommt einfach keiner mehr durch. Hier wohnen so viele Leute. Wow, was sind das hier denn? Ach, das sind dann jetzt Stufe 5 Gebäude. Krass. Aber nur 25 Haushalte in so einem Gebäude. Hier sind nur 9 Haushalte drin. Also, kann man sich schon vorstellen, wie groß die Wohnungen sind. Heftig. Sieht cool aus. Gefällt mir echt gut. Das hier sind Stufe 3. Sind das jetzt Büro? Oder Industrie? Oder Gewerbe? Gewerbe. Und Büro geht auch nur bis Stufe 3. Okay. Also, die gehen alle bis Stufe 3 und Wohngebäude gehen bis Stufe 5. Wie ist es bei Industrie? Oh, Stufe 3. Okay. Aber gefällt mir gut. Hier ist... Das sind auch eigentlich nicht so gut ausgebaute Straßen, oder? Ja doch, das sind die hier, oder? Nee. Das sind noch nicht so welche. Nee. So, welche sind das? Ich bin verwirrt. Sollen wir das machen? Damit reißen wir wieder die Hälfte ab. Hier ist das Verkehrschaos eigentlich sehr krass. Wir reißen gar nichts ab, wie ich gerade sehe. Doch jetzt. Da steht wieder irgendwas. Dann lassen wir es erstmal so.
So. Krass, wie sich das hier dann direkt aufgelöst hat. Uiuiui, was haben wir hier für Straßen? Das ist aber das Größte, oder? Ja. Nur halt noch ohne Bäumchen. Kriegen wir da jetzt Probleme, wenn wir Bäumchen hinsetzen? Nee. Das gefällt nur allen. Oh. Das wollte ich nicht. Ach fuck, was habe ich denn jetzt gemacht? Genau so. Ah, Mann. Manchmal ist es hier auch wirklich ein bisschen hakelig, weil dieser Cruiser immer umspringt. So, hier ist immer noch Chaos. Können wir hier dann auch nochmal verbessern. Das ist auch sinnvoll. Und schon sieht man, läuft ein bisschen besser durch der Verkehr. Na, so langsam bekommen wir es ein bisschen in den Griff, glaube ich. Jetzt natürlich auch hier, die kommen von hier und wollen hier dann wieder drauf. Vielleicht sollte man da noch eine Straße machen, die hier direkt drüber führt. Einfach hier so, zack. Soll ich das mal machen? Ich mach das mal. So. Runter. Ja, einfach so. Ja, gefällt euch nicht, ich weiß. Das Gute ist, hier darf ja kein Industrie durchfahren. Das heißt, hier kommen nur Anwohner können hier direkt abkürzen. Mal sehen, ob das jemand in Anspruch nimmt. Ja, nicht. Ich warte jetzt so lange, bis hier einer durchfährt. Da sind sie. Zwei Stück direkt. Das entspannt die Lage hier nicht so heftig. Aber ich weiß auch nicht, wie ich das gerade lösen sollte. So. Sieht, glaube ich, langsam besser hier aus, oder? So langsam. Ja. Da wird Neufürstenhausen doch noch ein annehmbares Vorzeigestück. Oh, hier kommen. Hier staut es sich ein bisschen. Aber noch nichts Dramatisches. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal eine Aufnahmepause, um euch auch die Gelegenheit zu geben, das Ganze zu kommentieren, was wir noch alles hier verbessern können. Weil
Ich bin zwar Bürgermeister dieser Stadt, aber ich höre ja auf meine Bewohner. Also, haut mir in die Kommentare, was wir hier noch alles verbessern können, neu machen können, erreichen können. Denn Bullay soll noch größer werden. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.